Ja, ich hatte das vor geraumer Zeit mal angekündigt. Ich will, kann endlich mein Wohnzimmer umbauen, räumen. Ich bin immer noch nicht der größte Aufräummensch. Es tut mir leid. Bitte nehmt euch kein Vorbild an mir. Danke. Und die ersten Sachen sind angekommen. Ja, Mann. Neues Jahr, neues Glück oder so? Wer weiß. Ja, also erstmal willkommen im Jahr 2023, meine Freunde. Ich hoffe, das wird nicht mein erstes und letztes Video sein wie letztes Jahr. Da habe ich am 1.1. Video hochgeladen. Dann wollte ich auch eigentlich noch eins hochladen, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Mein Ziel für dieses Jahr ist es einfach einmal im Monat ein Video. Das sollte ja irgendwie klappen. Mal sehen, wie weit ich komme. Apropos Video. Ich habe Weihnachten wie einige andere Menschen vielleicht ein bisschen zu viel Geld ausgegeben und dachte mir dementsprechend, okay, guckst mal nach irgendeiner kostenlosen Software, wird es ja eine geben, dass du zumindest mal ein Video schneiden kannst, bevor du dann wieder die Software kaufst. Mir wurde auch von jemandem DaVinci Resolve empfohlen und laut Internet ist das wohl die geilste Software, die man haben kann, vor allen Dingen auch, weil sie kostenlos ist. Damit kannst du wohl auch Blockbuster schneiden. Aber ich kriege gerade einfach nur Aggressionen. Zum einen, andauernd hängt mein Windows und ich habe wirklich einen guten Rechner mittlerweile. Aber gut, ich habe auch ein Video gehört, das nicht für Windows ausgelegt ist. Also akzeptieren wir das mal zähneknirschend. Was jetzt mein größeres Problem ist, es ist so dumm, ein verkacktes Mikro anzuerkennen. Den einen Tag, als ich das Tricks-Tutorial dreimal durchgeguckt habe, habe ich es irgendwie geschafft, das aufzunehmen. Habe es mir jetzt heute nochmal angehört, also ein, zwei Tage später, und war so, okay, nee, komm, das sprichst du nochmal neu ein. Ja, am Arsch.
Ich habe die alte Audio rausgelöscht und auf einmal erkennt es mein Mikro nicht mehr. Ich habe dasselbe Tutorial wieder rausgesucht. Ich krieg's nicht rein. Ich habe mir jetzt drei andere reingezogen. Ich krieg's nicht rein. Ich muss jetzt ein Drecksvideo machen, damit ich später das Video abkappen kann, damit ich vom Video die Dreckstonspur reinkriege, weil warum auch immer mein Rechner nicht meine Drecksaufzeichnung akzeptiert übers Handy normal. Ich weiß nicht warum. Ich fühle mich verflucht. Ich werde mir wieder Moviva kaufen diesen Monat, wenn endlich mein Drecksgehalt die Tage ankommt. Und ich rate schon wieder am Anfang des Videos. Es tut mir leid. Ah! Für die Leute, die es vermisst haben, bitteschön. Oh, ich möchte doch einfach mal ein positives Video machen. Aber jedes Mal, wenn ich ein Video schneide, kriege ich Aggressionszustände, weil irgendwas nicht funktioniert, Mann. Husa. Okay. Nachdem ich dich jetzt aber einmal ausgekotzt habe, es tut mir leid, zurück zum Plan dieses Jahres. Ich habe jetzt ein Ko-fi eröffnet, worüber man, wenn man möchte, mich supporten kann per Donation oder auch ein Abo, wo ihr auch Goodies bekommt als Dankeschön, je nachdem welches Tier ihr nehmt. 2 Euro wäre einfach nur dieses, ich möchte gerne was Kleines einfach zukommen lassen, weil ich dich mag, weißt du gar nicht warum. Oder also, und oder ich dich mag und oder dein Zeug mag, was du produzierst. Die Post kann jeder sehen, auch ohne dass bei mir folgt. Ich weiß, dass sozusagen das Besondere bei Ko-fi ist, dass du die Leute unter anderem dazu kriegen kannst, sollst dürfen, dass sie bei dir so ein Abo abschließen, dass sie halt zum Beispiel unter anderem deine Post sehen. Ich persönlich finde das aber ein bisschen useless bei mir, weil ich werde dieselben Bilder nehmen, wie ich sie auch auf Instagram, Twitter, Facebook und so weiter habe. Und ich meine, ich streame den größten Teil meiner Bilder auch öffentlich durch Twitch. Also, ihr kommt durch jede andere Website auch an die Posts ran. Wofür soll ich die jetzt in deiner Paywall machen? Und zum anderen, vielleicht sieht der eine oder andere die Bilder und denkt sich so, ja, Mann, Alter, dir gönne ich 2 Euro im Monat. Wer weiß. Vielleicht wiege ich damit auch auf die Schnauze. Ich werde sehen. Und das zweite, was wir ausgesagt haben, sind 5 Euro im Monat, falls man möchte. Dann bekommt man auch einmal im Monat immer ein Lineart von mir, was man sich runterladen kann zum Kornern, zum Üben. Wer möchte, kann auch Feedback von mir kriegen, nur ihr kriegt dadurch keinen Unterricht. Ich glaube zwar jetzt nicht, dass 20 Leute auf einmal auf dieses 5-Euro-Ding rausspringen und sich denken, ja Mann, aber ich will es sich jetzt anmerken, wenn man Feedback haben möchte, würde es vermutlich sehr kurz ausfallen, weil es ist halt einfach, wenn man Bock hat, ein Übungslineart und mehr nicht. Ich meine, ich gehe immer noch einen 40-Stunden-Wochen-Job nach. Wenn ich Glück habe, schaffe ich es über dieses Jahr, mir so weit was aufzubauen, dass ich vielleicht runtergehen kann, 1 bis 2 Arbeitstage. Aber sei mir ehrlich, ich glaube es nicht, weil mein Stil begeistert nicht die Massen. Ich bin ein kleiner Nischenkünstler. Aber dann würde es mich halt freuen. Das dritte ist dann schon 10 Euro im Monat. Da gibt es dann sogar auch Merch, was ich ab diesem Jahr produziere. Aber was dazu ganz wichtig steht, Merch gibt es erst, wenn man 6 Monate durchzahlt. Zum einen, ich brauche erstmal die 6 Monate, um das Zeug herzustellen. Ganz wichtig. Und zum anderen, ich habe keine Lust, dass sich jemand einmal einkauft und dann sich denkt, ja Mann, Randy Luzi. Und dann, nachdem er es bekommen hat, direkt wieder weg ist. Das soll wirklich für treue Leute sein. Und auch ganz wichtig, nicht monatlich, meine Freunde. Ja, ich fange erst damit an. Einmal im Jahr, okay? Und wenn man, warum auch immer, mich richtig sympathisch findet, kann man noch 20 Euro im Monat machen, was wirklich das Höchste ist. Dann habt ihr, wie gesagt, die Merchbox, das Lineart mit der Feedback-Option. Und was das Besondere in diesem Fall ist, du bekommst einmal im Jahr eine A4-Commission als Dankeschön. Fullbody, schlichter Hintergrund. Und 10% Rabatt auf jede Commission, die mir so aufgibst. Ja. Und es gilt dasselbe wie bei dem Merch. Die Gratis-Commission kriegst du erst, wenn du 6 Monate durchgezahlt hast. Weil ich, wie gesagt, keine Lust habe, abgezockt zu werden. Das werde ich oft genug bei Commissions anfragen. Deswegen mache ich das jetzt so, weil die 6 Monate wären am Ende auch ungefähr der Wert, den man mir zahlen müsste für den Auftrag und so haben wir sozusagen die Vorbezahlung und man kriegt auch was dafür. So sind sozusagen beide Parteien sicher. Ich wie ihr. Naja, aber ansonsten, ja,
seht ihr hier ein kleines Speedrun, wie ich das Ganze aufgebaut und teilweise eingeräumt habe. Ich hatte Glück, denn ich habe September den Job gewechselt. Nicht den Job gewechselt, die Firma gewechselt. Lading nach. Ich habe September die Firma gewechselt, immer noch derselbe Job. Aber jetzt halt in einer anderen Firma. Und habe Gott sei Dank auch Ende Oktober meine Urlaubswoche bekommen, weil in dieser Woche war ich wirklich nahezu nur mein verkacktes Wohnzimmer umbauen. Ich hatte eigentlich die vage Hoffnung, dass es nur 3 Tage dauert, vor allen Dingen, weil Muffin auch extra dafür rumgekommen ist, mir geholfen hat dabei, die ihr auch ab und zu sehen werdet und auch hören werdet teilweise. Aber Arschlecken, wir haben teilweise noch am Tag, wo sie dann abgefahren ist, die letzten Sachen reingebohrt, weil ich halt immer wieder meine Pause haben wollte, weil ich die Schnauze voll hatte von nur das machen. Und ich wollte auch ein bisschen was für meine Frei haben, aber es hat mich auch angekotzt zu sehen, von wegen, oh, noch das ist zu tun. Und aber wir haben es geschafft, ich glaube. Aber es war halt echt eine Geburt. Aber ich bin jetzt halt echt glücklich. Falls sich jemand an das Video davor erinnert, wo ich meine Bude gezeigt habe, relativ frisch nach dem Umzug, also nachdem ich eingezogen bin, so mehr oder minder. Da war ja alles relativ zugebaut im Wohnzimmer und hier bin ich ja nun mal am meisten. Aber ich habe das jetzt so umgebaut, dass es offener gestalten ist, dass man mehr atmen kann, so blöd es sich jetzt anhört. Und ich bin auf jeden Fall glücklich damit. Es war eine gute Investition von ein paar Tausendern, aber hey, dafür habe ich gespart. Aber ja, ich bin jetzt glücklich und ja, ich hoffe, ich schaffe jetzt wirklich pro Monat ein Video zu machen. Ist eigentlich kein so hohes Ziel, aber wir werden sehen, wie Arbeit reinkickt und wie das mit Coffee läuft. Ich bin sehr gespannt auf dieses Jahr. Ich hoffe, es wird besser. USB-Anschluss. Und das Gute an der ist, der hat nur eins, sonst es gab noch so. Pass auf, der ist ein USB 3, das heißt, da ist Sound und Elektro. Gut. Das sprich, sonst hättest du 2, eins fürs Power, eins für die Sound. Und das ist gut. Deswegen läuft die Kamera hier. Ach, wirklich? Und ich frage mich die ganze Zeit, was für eine Scheiße. Ah. Okay, was hat man?
Wir haben die wunderschöne, allseits beliebte Wäscheecke. Wir lieben sie alle, wir haben sie alle, außer du bist ein verwöhntes Stück und besitzt einen Trockner, dann GG. Ja, das müsste ich noch ein bisschen aufräumen. Meine Schneiderecke muss ich nochmal neu konfigurieren. Das ist noch der Rest. Und dann haben wir jetzt mein Regal neu eingeräumt, wovon die eine weiße Box hier unten sogar leer ist. Da kann ich nochmal umräumen, dass ich nochmal einen Platz frei habe. Jetzt haben wir das Wichtigste, mein Schreibtisch. Sie sehen, Upgrade ist überall. Ich habe nicht nur einen wunderschönen Laptop, sondern auch einen Zweitbildschirm, wie ich auch... Ja, mal kurz das hier. Sie sehen, ich kann folgende Magie machen, wenn es zu Ende geladen hat. Hört schneller. Thank you. Es ist Magie. Ich bin nun up to date. Oder so ähnlich. Wupp. hier haben wir meine wunderschöne Switchy. Ich muss dafür halt leider immer den HDMI wechseln, weil ich nur einen einzigen Stecker habe an den Display. Aber ich bin vorrangig immer Zweitbildschirm, deswegen ist es okay. Aber heute kommt mal wieder Switchy dran. Das ist übrigens ein Anspitzer in Eulenoptik. Hier haben wir meinen wunderschönen Pro-Controller für die Switch. Er ist wunderschön Art-Aesthetic. Mein Schwamm, wenn ich Aquarell mache, schon für Drinky. Denkt dran, trinken ist wichtig, Leute. Mein Mikro, was kennt ihr eigentlich schon? Und das hatte ich jetzt fürs letzte Artwork offen, weil ich da alleine endlich mal wieder gezeichnet habe im Timeskip-Outfit. Und wenn ich dann halt jetzt immer einen Charakter zeichnen muss, stelle ich das dann nämlich auf. Dann kommen hier die Stifte, dass ich da meinen Platz habe für das Papier und Bewegungsfreiheit. Und hier sind dann die zwei Thermoskannen, die mache ich dann mit Heißwasser voll. Dann mache ich die immer leer, halt immer tassenweise hier. In dieser wunderschönen Comfy Eule. Sie ist meine absolute Seele. Und hier unten haben wir die zwei Rollcontainer, die nicht mal komplett gefüllt bin, will ich dazu sagen. Das ist gefüllt, ja, also die obere Schubleiste, die kleiner ist. Da habe ich zum Beispiel mein ganzes Acryltubenzeugs, Flüssigaquarell, nochmal Liner, weil man kann niemals genug Liner haben, habe ich gehört. Und hier unten geht es dann noch weiter mit Büchlein, Kleber, Kornhorns, die ich noch benutzen kann, Bastelzeugs, wie zum Beispiel Schmetterlinge hier für mein Bullet Journal. Hier haben wir Aquarell-Buntis, Aquarell-Liner, die wirklich wasservermalbar sind. Da bin ich noch dabei, einen lustigen Effekt rumzuprobieren. Ganz viele kleine Blöckchen, die ich von anderen Künstlern gekauft habe. Dann geht's hier weiter. Hier haben wir 500.000 Kakaokartenhüllen, wenn ich irgendwann mal wieder mit Kakaokarten anfange. Voraussichtlich nächstes Jahr, wenn ich mit Merch anfange. Stay prepared, my friends. Hier haben wir meinen Leuchttisch, den ich jetzt fürs Artbook unglaublich oft gebraucht habe. Noch nie so oft in meinem Leben. Das hier ist für Ringfit Adventure von Switchy, was ich gleich anschmeiße, damit ich so tue, als würde ich Sport machen. Also ich mach's, aber ich bin immer noch nicht sportlich. Entschuldigung, Dokumentenzeugs, hätte ich nicht öffnen sollen. Und hier haben wir dann noch mehr Zeugs. Wir haben noch eine Mischpalette, Billigpinsel, die ich mal ausprobiert habe. Die sind aber leider echt nicht so gut, wie ich wollte. Noch mehr Fineliner, Buntstifte, Bleistifte, Buntstifte, Aquarellbuntstifte. Noch mehr Aquarellbunt ist hier, aber einzeln halt. Die drei Haufen sind übrigens alles Aquarellbuntis, außer das da. Oh, und die zwei nicht, Entschuldigung. Aber der vierte Haufen ist alles Aquarellbuntis. Hier haben wir noch lose Einzelbuntis, die ich teilweise doppelt habe und so ein Scheiß. Das ist eine fette schwarze Aquarelltube, weil ich die teilweise halt auch fürs Cosplay brauche. Da wird schwarz echt nicht so selten gebraucht, wie ich festgestellt habe. Also, es werden dann auch nächstes Jahr auch Cosplay-Videos kommen. Könntest du dich bitte scharf stellen, thank you. Hier haben wir die Kabellage. Und dann haben wir hier mein wunderschönes Grafiktablet, wo ich mir noch einen zweiten HDMI-Stecker anmachen will, weil entweder muss ich mich jetzt entscheiden, ich habe ein Zweitdisplay oder ich zeichne digital. Aber ich will beides haben, deswegen kaufe ich mir dann, wenn morgen endlich mein Gehalt drauf ist, tue ich mir dann den zweiten
HDMI-Port durch USB-Erweiterung holen und dann kann ich auch damit loslegen. Hier haben wir meine wunderschönen, die ist halb leer, das ist meine Starfire-Marker mit teilweise ersten Auffüllern. Das sind alle, der ist komplett voll mit Sketch, Alter. Randvoll, da passt nichts mehr rein. Und dann haben wir hier die drei Kisten nur mit Auffüllern, no joke. Außer die obere Paketkiste sind alle anderen voll. Ich habe ein paar Stifte, okay? Und dann hier in der Ecke haben wir gerade meinen improvisierten Mülleimer, wo gerade einfach Müll reinkommt. Ich habe nicht gesagt, dass er schön ist, aber er funktioniert. Hier haben wir meine Ramschkiste. Hier, Papiergedöns, Billig-Washi-Tape, was man irgendwie Bullet Journal, ne? Weiß. Und das ist so mehr stoffartig. Da weiß ich noch nicht, wie ich das verwende, aber irgendwie werde ich schon verwenden. Und dann geht's weiter. Das hier sind alles nur Buntstifte. Damit habe ich auch mein letztes Bild gemacht. Oh, einen Moment, ich zeig's Ihnen. Tada! Soup! 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 Aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe sie schon sehr lange nicht mehr in dieser Form gezeichnet. Aber ich liebe das Outfit immer noch. Es wird Pain sein, wenn ich mich irgendwann dazu durchringe, das mal nachzuschneidern. Weil ihr seht ja, die Jacke hat verschiedene Patches, die ich beachten muss. Dann die Rüschen. Der Reißverschluss ist okay, aber da muss ich achten, dass der Kragen nicht so fett ist. Dann haben wir wieder Mini-Puff-Ärmel. Dann darunter ist ein kurzer Body. Der ist ärmellos und eine Shorty. Vom Schnitt her, aber das siehst du halt unter dem Puffrock nicht. Dann wieder der Puffrock. Mehrleibige Röcke sind Pain, aber leider sind sie echt schön anzusehen. Aber die Frisur, ich weiß nicht, irgendwie ist es meine Lieblingsfrisur, muss ich sagen. Sie hat halt die Bömmelchen hier hochgebunden, den Großteil der Haare und einen Teil der Seitenhaare neben ihrem Pony hat sie eben so runtergeflochten und dann ist der Rest offen. Also es ist praktisch und fancy. Sie ist my baby. Und ich muss sagen, ich war erstaunt, dass ich das buntstifttechnisch so gut nachmachen konnte. Vor allen Dingen der bunte Schatten, dass ich da nicht mit Grau nachgegangen bin, sondern mit Hellblau, Pink und Lila. Dass das nicht zu viel wurde, sondern wirklich diesen, ich nenne es immer bunten Schatten macht, statt klassisch Grau. Und da war ich echt glücklich darüber. Und da habe ich die genommen. Grundsätzlich finde ich, haben die auch eine echt schöne Farbauswahl. Das ist übrigens Caster Earth, wie ihr lesen könnt. Aber mein größtes Problem ist, Hauttöne da zu finden, ist Pain. Es ist unglaublich anstrengend, weil für die Basic, bevor du dann eben mit Pink oder Orange oder welchen Hautton auch immer machen willst, reingehst zum Schattieren, sind meistens sehr orange oder gelblastig. Also da muss ich wirklich immer mehrere Stifte erstmal ausprobieren, wenn ich sage, okay, der ist gut genug zum Arbeiten. Aber ansonsten haben die eigentlich eine echt schöne Farbauswahl. Und wie ihr seht, ich finde, es gibt auch kein Schichtproblem. Also ich bin zufrieden mit dem Bild. I have nothing against it, my friend. Also grundsätzlich gute Stifte, eigentlich auch schöne Farbauswahl, außer bei Haut. Aber ich muss auch mal gucken, wann ich endlich mal die Zeit habe, das wirklich komplett neu einzuordnen für meine Sammlung, wie ich immer Stifte einordne, farbtechnisch, also mein Farbcode sozusagen. Weil so wie sie es jetzt drin haben, finde ich es teilweise verwirrend. Aber dafür braucht man auch erstmal Zeit, ne? Und dann geht's weiter hier unten in Eike. das hier, ich weiß, wir reden nicht über den Einband hier, der sieht absolut katastrophal aus wie Kindergarten, aber das Highlight ist der Inhalt. Ich möchte hierbei anmerken, ich finde funktional gesehen, ist die unglaublich schön gemacht, nur halt der Einband ist scheiße. Du hast hier eine Lasche, dass du dein Skizzenbuch mit reinpacken kannst. Du hast hier den Henkel zum Tragen, der auch schön stabil reingemacht ist. Dann öffne ich jetzt mal diese Wundertüte. Das war übrigens 20 Euro auf Amazon. Wir haben hier Aquarellfilzer. Ich muss leider noch das richtige Papier finden, um damit arbeiten zu können. Hier haben wir Aquarellbuntis. Die muss ich aber noch ausprobieren, aber ich finde, an sich sehen die schon hart nice aus. Auch die Farbauswahl ist unglaublich schön. Und sie fühlen sich geil an. Oh. Können wir alleine über diesen ASMR Touchy-Touchy reden? Dieses... Ich liebe es. Und dann haben wir hier
Wir haben einen Pinsel. Wir haben Bleistifte in verschiedenen Stärken. Nochmal Kohlestifte. Dann hast du diese Papierdinger. Dann hast du einen Wassertankpinsel, wo auch gefühlt keiner Sau dran denkt. Du hast hier einen Spitzer. Du hattest auch einen Radiergummi, den ich anscheinend schon rausgenommen habe. Aber okay. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Jolo. Und was das Wichtigste war, was mich am meisten überrascht hat, war, du hattest hier eine Verlängerung. Der war sogar beidseitig. Du hast da einen Metallbeppel gehabt zum Ranklemmen und da vorne. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich den hingelegt habe, zu meiner Schande. Deswegen, imagine, okay? Du hattest eine Stiftverlängerung. Ich habe in keinem verkackten Set der Welt bisher eine Stiftverlängerung gesehen, egal wie teuer das war. Und ein 20-Euro-Kasten, der wirklich eine richtig schöne Auswahl hat für Aquarell, außer halt logischerweise fest, aber dafür kaufst du dir keine Tasche. Der gut durchdacht ist, an sich gute Qualität hat vom Material, hast du auch noch eine Stiftverlängerung. Ich habe noch nie erlebt, wie jemand dran denkt. Ich liebe die Person, die daran gedacht hat. Wirklich 10 von 10 Punkte. Ich hoffe, du hast eine Erhöhung bekommen. Weil ich habe noch nie erlebt, dass irgendein Unternehmen daran denkt. Die musst du normalerweise immer alle einzeln kaufen. Und wenn die Stifte halt klein sind, wird es langsam anstrengend, die festzuhalten. Falls jetzt jemand dabei ist, der die nicht kennt. Und so kannst du die halt länger benutzen. Weil dann hast du hier die Verlängerung und leichter in der Hand, als wenn er dann teilweise unter die Finger rutscht und dann in der Luft mitschwabbert. Das ist echt immer keine Akne, den dann zu benutzen. Das hier sind Pinsel. Aber leider muss ich sagen, von dem bin ich nicht so überzeugt, weil einen Teil habe ich aus Versehen kaputt gemacht, indem ich hier hier vorne am Metall zu doll gezogen habe und dann ging der Kopf ab und dann war die Freude groß. Also, ich würde die definitiv nicht empfehlen oder aber nochmal kaufen. Und auch nicht verschenken, weil ich sie dafür auch nicht gut genug finde. Twitcher. I'm sorry. Und dann haben wir hier ein Overwatch-Sketchbook, was mir eine liebe Freundin geschenkt hat, die mich besuchen kam. Und ich habe auch schon die ersten Sachen drin. Ach nee, das ist das Unbenutzte, was ich einer Freundin schenken will, weil die hat das gefeiert. Ich habe es aus Versehen doppelt bekommen. Mir hat zuerst eine Freundin geschenkt. Und eine andere Freundin hat das dann auch gesehen, wo wir Pakettausch gemacht haben und wusste ja, dass ich Overwatch spiele und dachte sich so, cool, ist was für Lay, also beides so Gaming und Zeichnen verbunden. Was ja auch stimmt, aber ich habe halt schon eins. Wenn ich weiß, eine andere Freundin hätte das gerne, dann gebe ich ihr das lieben gern weiter. Weil in dem anderen Buch habe ich gerade mal 3 Seiten bunt, also da habe ich noch, das dauert noch. Ich werde vermutlich auch nur Overwatch-Fanart reinmachen, einfach weil das so passend ist. I mean, look at this. It's beautiful. Dann haben wir nochmal eine Federmappe. Ich liebe Federmappen, wie Sie sehen. Die hier ist allerdings nur Aquarellfilzer. Ich mag immer noch unglaublich gern das Konzept oder Aquarellmarker. Drückt es aus, wie ihr wollt. Aber ich muss noch ein Papier suchen, was dafür gut ist. Weil auf der einen Seite brauchst du Papier, was Wasser aushält, aber es darf auch nicht zu schnell saugen, schrägst auch zu viel von der Farbe. Weil du gehst ja direkt mit der Farbe aufs Papier und dann gehst du mit Wasser ran, um es zu blenden. Also, dass du nicht nur pure Farbe hast, so ausweitend, so. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Oder zumindest will ich es so machen. Und mein Aquarellpapier, was ich zwar liebe, aber das saugt im Prinzip die Farbe fest und bevor ich es nass machen kann, ist es dann schon drin und dann kann ich es nicht mehr strecken. Und deswegen suche ich da noch wegen Papier und ja, dann mal sehen, wie die sind, ne? Ich fand das halt ganz funny, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wegen Cons, dass es dann einfacher ist, dass du dann halt einfach nur einen Wassertankpinsel nimmst und den dann verstreichst und dann vielleicht mit Bundis nochmal letzte Schliffe. Aber ich habe jetzt leider noch nicht mein Papier dafür gefunden. Und dann haben wir auch nochmal von Arteza. Arteza ist meine wundervolle Marke, sage ich euch. Also das Gouache von denen ist ein Traum. Das ist das einzige Gouache, mit dem ich zurechtkomme. Alles andere, was ich probiert habe, war scheiße. I'm sorry. Scheiße für mich. Nicht allgemein die Marke. Ich meine, die einen Kasten, die ich geholt habe, da habe ich bei anderen gesehen, die waren alle begeistert, aber ich war zu dumm dafür, für das Lime Gouache. Also jedenfalls die Aquarell, die Watercolor Pencils von Arteza. 120, wie Sie sehen. Die sehen auch schön aus, die funktionieren auch. Nur bei denen musst du sehr, sehr viel Vorarbeit machen. Also du musst wirklich stark aufdrücken, damit du eine kräftige Farbe hast. Aber klar, du kannst auch easy eine Transparenz zum Beispiel imitieren, weil du nur mit leichtem Druck übers Papier gehst. An sich auch schöne Farbauswahl, aber es ist halt, du musst wirklich eine gute Vorarbeit leisten.
Und wiederum die anderen, die ich so hart liebe, die Water Ink. Die hier liebe ich des Todes, die Derwent Intense. Das sind auch Aquarellbuntis, wie Sie sehen. Und das Ding ist, die trockenen Zustand sind sie meh, aber im nassen Zustand, meine Freunde, sind sie der absolute Wahnsinn. Ihr seht das ja hier. Also seht euch die Farbe an. Ich habe das mit diesen Intense-Bildern gemacht, außer die Hautfarbe. Die war in dem kleinen Set leider nicht drin. Und wir ignorieren das Gesicht. Okay, ich habe das Gesicht verkackt. Ich habe das jetzt Monate im Nachhinein gesehen. Aber der Rest wurde pretty okay. Guckt euch dieses wunderschöne Rot an. Also ich und auch die Brauntöne. Also grundsätzlich sind das echt schöne Farben. Nur leider nehmt ihr, was hättest du, keine Hautfarbe drin. Und die knallen halt wirklich rein. In dem Moment, wo du mit Wasser reingehst, ist das der Burner. Und das Besondere bei denen ist, wenn du die einmal nass gemacht hast und die getrocknet sind, kriegst du die nicht mehr ab. Also die sind so gefühlt halbe Marker sozusagen. Und ich persönlich finde das echt geil. Aber du musst dich halt auch wirklich so konzentrieren. Nur ich habe meistens immer das Problem, dass ich aus Versehen das Aquarell anlöse. Deswegen fand ich das ganz cool und ich liebe diese saftigen Farben. Look at this beautiness von Farbe. Nicht das Gesicht, ja? Nur die Farben angucken, danke. Es ist beautiful. Aber jetzt, meine Freunde, kommen wir zur absoluten Schande. Wir gehen mal kurz in die dunkle Ecke, um meine Schande zu präsentieren. Das hier ist alles nur mit Washi-Tape. No joke. Hier, es ist komplett voll. Nur Box Nummer A. Daneben haben wir die größere Box. Und die ist auch schon wieder fast voll. Ich bin eine kleine Washi-Tape-Sammlerin. Vielleicht. Und natürlich habe ich das übliche Problem, dass ich mir nicht sicher bin, ob meine Bilder gut genug dafür sind und sie nur sehr, sehr selten benutze. Die Sucht ist real, my friends. Aber ja, ich räume kurz den Arbeitsplatz auf, dann zeige ich euch nochmal den wunderschönen Schreibtisch, dann gehen wir kurz die anderen Ecken durch und dann ist das Video endlich durch. Ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren und das angeguckt haben und ich hoffe, ich kann nächstes Jahr aktiver sein. Ich muss sagen, ich vermisse es so ein bisschen, YouTube-Videos zu schneiden, auch wenn es ein bisschen Pain ist, aber ich vermisse es auch. Aber Sie sehen, ich habe jetzt endlich Platz zum Arbeiten. Hier kann ich an A4 arbeiten, da habe ich auch Stifte. Hier ist meine Handyhalterung, wenn ich es Trimarino. Oh, da habe ich Switch halt, wenn ich für mich spiele, kann ich dann die Lautsprecher anmachen, dann habe ich die Switch-Sound darüber und kann halt darüber zum Beispiel dann Discord hören oder auch gar nicht, dann habe ich zum Beispiel nur das an. Das ist echt angenehm, sage ich euch. Und dann haben wir hier, ich kann, also theoretisch, wie ihr seht, ich habe ja jetzt wirklich eine Ecke rum, also zwei Tische verbunden. Ich kann theoretisch an zwei Artworks gleichzeitig arbeiten, hier und da. Aber ich mache es jetzt immer so, dass ich hier arbeite und da tue ich dann mein Material ablagern, so dass ich auch Bewegungsfreiheit habe und ich liebe es. Der Tisch alleine war fast 200 Euro, aber das war es mir ehrlich gesagt wert. Ich kann ihn echt nur empfehlen. Es ist von Amazonas. Ich habe in Ikea, egal wie ich war immer enttäuscht. Ich war immer so, nein. Und ich möchte bitte auch meinen wunderschönen Secret Lab Stuhl prichäden. Nein, der wurde leider nicht gesponsert. Das hat mich selber über 300 Euro gekostet, aber ich bereue es nicht. Ich liebe ihn des Todes. Und dieses wunderschöne Puddingkissentasche von einer Freundin, die sie mir geholt hat, nachdem ich die auf meine Wishlist gesetzt habe, weil ich die so goldig fand. Ich habe nichts zu ihr gesagt. Sie war selber so gönn dir. Kisu, nochmal vielen lieben Dank. Ich weiß nicht, ob du das Video guckst, aber mucho merci, Baby. Wir müssen natürlich jetzt noch das Beste zeigen an diesen ganzen verdammten Kissen. Ich kann da reinfassen. Hier. Es ist wirklich eine Füllung. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, fucking Süßigkeiten-Tüte als Kissen zu machen, aber es ist 10 von 10. Ich liebe die Person dafür. So, und hier haben wir nochmal meine kleine Couch-Ecke direkt nebenan. Da kommen dann bald Bücher rein, sobald die nächsten Skizzenbücher voll sind. Da habe ich dann auch noch Platz. Die kleine Wanddeko. Meine Coucho. Der Tisch, den kaufe ich irgendwann neu, aber bisher langt er, ne? Aber es ist halt, irgendwie wirkt das so ein bisschen aus dem Konzept, wenn ihr versteht, was ich meine.
eine fette Wandfensterbank. Dann haben wir hier meine, da sind alle meine Brettspiele drin. Da haben wir meinen Glaswasserkocher, das ist auch 80 Grad Tee, also ich kann ihn einstellen auch für Grüntee und so. Mein Reiskocher, Stühlchen, falls jemand da ist und sich dran setzen will. Dann haben wir hier jetzt, look at this. Ein wunderschönes Bücherregal mit Games, mein Kopfhörer zum Zocken, Filmen, Artbooks, Bücher, Fotoalben. Wie ich gerade in der Aufnahme feststellen darf, bin ich echt langweilig beim Zocken, ne? Ich dachte, das wird so aufregend, so ein kleiner Zeitraffer, aber ich sitze halt legit fast nur da. Creepy. Ich rede anscheinend mehr, als dass ich mich bewege. Dabei bin ich eigentlich relativ ruhig. Ich rage ab und zu, aber ich bin relativ ruhig. Aber ich dachte so, ich würde eigentlich mehr machen, dass es so interessant wird, das aufzunehmen, aber naja, zumindest habt ihr den lustigen Farbeneffekt in der Ecke dank meiner wunderschönen Lampe. Hm. Und ansonsten danach, man sieht natürlich auch nicht viel auf dem Bildschirm, weil ich bin Profi im Filmen. Danach habt ihr dann noch eine zeitgeraffte Go-Through my Fernsehecke. Ich hatte das eigentlich auch angesprochen, aber ich habe es halt wieder gnadenlos unterschätzt, die Zeit. Weil wenn du die einzelnen Videos machst, statt ein großes, dann sieht halt so eine 10-Minuten-Aufnahme harmloser aus, als wenn du dann alles ins Programm haust und dann so siehst, ja moin, ich bin bei über einer Stunde. Deswegen, ja, habe ich das jetzt mal lieber gerafft, das ist wieder rausgekattet. Und ich meine, ihr seht ja alles, was ich da habe. Ich habe viel zu viele Tassen. Ich finde immer noch andere wunderschöne Tassen, wo ich mich konzentrieren muss, die nicht aus Versehen zu kaufen. Ich habe ein paar Mangas, ein paar Animes. Weil wenn ich die Animes mag, dann kaufe ich mir doch gerne auf DVD. Zum einen wegen Angeben. Und zum anderen, ich bin halt ein anwohnerischer Mensch und mag es, die Leute die Sachen touchen zu können. Und ja, wenn du immer noch dabei bist, ich danke dir. Ich hoffe, ich konnte halbwegs unterhalten. Es ist nicht allzu katastrophal vom Schnitt und Sound her. Und ein Kommentar wäre nice so, aber kein Muss. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Gucken. Wenn du magst, kannst du ja meine komischen anderen Social Medias abschauen. Die sind in der Beschreibung drin. Und ansonsten danke schön, dass du dieses Chaos angeguckt hast. Mach dir einen hübschen und auf, dass wir alle hoffentlich ein erfolgreiches, halbwegs erholsames Jahr 2023 haben. Bye, bye! Do you?
Ich habe fast vergessen, euch das Wichtigste zu zeigen, Bitches. Deswegen auch das Thumbnail.